war ja natürlich nur ein kleines Scherzlied. Andere Menschen schlecht zu machen, liegt natürlich zu 98,7% unter meinem Niveau. Meine gesamte politische Karriere, sie wäre ja gar nicht denkbar gewesen ohne mein außerordentliches Takt- und Feingefühl. Die glänzende Figur, die ich beispielsweise während des Wahlkampfs um die amerikanische Präsidentschaft gemacht habe, bei dem ich damals übrigens tatkräftig Michael Jackson und Marilyn Monroe unterstützt habe, verdanke ich ja schließlich nur meinen 4 Kernkompetenzen. Wertschätzung, Diskretion, Einfühlungsvermögen und, Sie ahnen es ja bereits, meiner überragenden Aufrichtigkeit. Mein Schicksal. Schon als Kind war es bei mir offensichtlich, den Scheitel gezogen wie mit Lineal. Brav sein und Teller aufessen, das war mein höchstes Ideal. Für Mama Blümchen pflücken machte mich aus tiefster Seele froh. Abschreiben in der Schule war mir fremd, beim Spielen schummeln ebenso. Natürlich war ich Ministrant. Zum Engel fehlten mir nur Millimeter. Der kranken Oma ging täglich ich einkaufen. Punkt 8 war ich im Bett, ganz ohne Gezeter. Zwar war von böser Hex und Rumpelstilzchen ich damals schon heimlich fasziniert, trug's unter Tränen zum Pfarrer in die Beichte. Es war dann okay, ich hab's mit 5 Ave Maria abtrainiert. In der Schule, bei Berufswunschfrage, sagte ich mal, Chef vom kolumbianischen Drogenkartell. Ja, natürlich haben mich alle ausgelacht. Sie kannten ja mein Naturell. Ich war selbstverständlich immer Musterschüler. Aber in mir drin hat's damals schon gewühlt. Ich wusste, irgendwo da fehlt mir was. Hab meine Sehnsucht ganz deutlich tief gefühlt. Ich wäre so gern, zumindest ansatzweise, skrupellos. Oder wenigstens ein bisschen rücksichtslos, wäre meine kriminelle Energie doch riesengroß. Wird furchtlos verlachen ich jeden Gesetzesverstoß. Möcht herzlos eine Fliege erlegen mit einem Todesstoß, könnt achtlos über Leichen gehen ich bloß. Wäre so gern respekt- und schonungslos oder wenigstens erbarmungslos, rigoros. Könnt sein ich ohne Gnade furios, so wie ein Berserker im Fieber. Aber mein Fall ist hoffnungslos. Ich bin und bleibe ein ganz, ganz Lieber. Ja, ja, seit Jugendzeit hat sich nicht viel getan. Noch immer lieb ich Streichelzoos sehr. Wär ich eine Pflanze, ich puste Blume. Wär ich ein Tier, ich wär Koalabär. Meist hatte ich Sex mit Leuten, auf die ich gar nicht stehe. Ja, nicht aus Jux und Dollerei. Sie haben mir leid getan. Und sonntags esse ich immer noch bei Mama, aber natürlich heute nur noch Bio-Bodenhaltung und vegan. Ich helfe in jeden Mantel, halte jeden Schirm. Wer auf Partys Salate mitbringt, das bin ich. Dass ich der geborene Mülltrenner und Joghurtbecherspüler bin, versteht von selber sich. Im Flugzeug bleib ich immer sitzen, bis die Anschnallzeichen erloschen sind. Eine erste Mahnung habe ich noch nie erhalten. Beim Zuhören nick ich gern und voller Mitgefühl. Werd ich gemobbt, kann ich's vor Schuldgefühl kaum aushalten. Rolltreppen, Autobahn, da bleibe ich immer rechts. Fahr am liebsten einem Lastkraftwagen nonstop hinterher. Wird auch gerne stets auf meine Vorfahrt verzichten. Und dass die toten Fliegen auf der Scheibe mir verzeihen, wie schön das wäre. Heimlich träume ich davon, die Deutsche Bank zu überfallen und trage stattdessen jeden Euro, den ich finde, zum Fundbüro. Bin passionierter Gehorcher und um Erlaubnisfrager, stets Blumen mitbringen und 3-mal Danke sagen sowieso. Naja, Danke geht, aber klar Nein sagen, das kann ich nicht. Heraus kommt meist nur ein verdruckstes Jein. Ach, ich hänge mir langsam selbst zum Halse raus und wäre so gern aus tiefstem Herzen mal ein Schwein. Ich wäre so gerne skrupellos, dabei noch bodenlos, rücksichtslos und auch respekt- und
schonungslos oder wenigstens erbarmungslos rigoros. Könnt sei nicht ohne Gnade furios, so wie ein Berserker im Fieber. Aber mein Fall ist hoffnungslos. Ich will nur spielen und binnen ganz, ganz lieber. Nur ein klitzekleines Laster, das leiste ich mir. Hier sei es nun einmal und schließlich ausgespuckt. Denn öfters mal, meistens, eigentlich immer, lüg ich wie gedruckt.